Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Ich habe ein kleines Problemchen neuerdings. Ich habe mir nämlich vor kurzem einen neuen Monitor geholt. Einen schönen 32 Zöller von ViewSonic mit WQHD-Auflösung. Den habe ich euch auch schon reviewt auf meinem Kanal, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Das Problem, was ich damit aber habe, ist, dass ich diesen Monitor aufgrund der WQHD-Auflösung und aufgrund einiger anderer Begebenheiten über das DisplayPort-Kabel anschließen muss. Und das verhindert es mir, zumindest wie ich das in meiner bisherigen Konfiguration hatte, auch meinen Fernseher im Wohnzimmer mit meinem PC zu verbinden. Das hatte ich nämlich einfach über einen HDMI-Splitter bisher gelöst. Die gibt es da mittlerweile für ganz wenige Euros. Einfach das HDMI-Signal aus der Grafikkarte abgegriffen, zum Büro-PC-Monitor und eben zum Fernseher im Wohnzimmer geleitet. Und dann konnte ich da eben auch wunderbar zumindest in Full-HD zocken. Das gehört jetzt der Vergangenheit an, da mein Hauptmonitor im Büro jetzt wie gesagt mit DisplayPort verbunden ist und ich den Fernseher im Wohnzimmer über HDMI natürlich als Zweitmonitor einstellen könnte und sowas. Das gibt aber einen riesen Hickhack und hin und her geschaltet, wenn man dann mal ein Spiel spielen möchte. Ich möchte das Bild ganz einfach wie früher mit einem Splitter klonen und habe mir deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ihr seid bestimmt schon eingeschlafen, diesen Adapter hier besorgt. Steht auch schon ganz groß drauf, um was es sich dabei handelt, damit keine Missverständnisse entstehen. Wohingegen man dann auf der Rückseite schon wieder völlig verwirrt sein könnte, für was der Adapter eigentlich gedacht ist. Nein, ist eben eine Universaltüte. Und was ich aber dazu noch sagen wollte, ist, dass dieser Adapter übrigens knappe 30 Euro gekostet hat. Der hat zwar ein schickes Metallgehäuse, aber HDMI, Splitter und Switches in dieser Ausführung, sage ich mal, vom Material her, die kosten mittlerweile auch nur noch 10, 11, 12 Euro. Also das fand ich immer noch ziemlich happig. DisplayPort Splitter scheinen wirklich noch saftige Preise zu haben. Das ist jetzt hier in dem Fall übrigens ein bidirektionaler Switch, um genau zu sein. Wir können den also als Splitter verwenden, als Verteiler. Wir können hier mit einem DisplayPort-Signal reingehen und haben dann hier zwei DisplayPort-Signale gesplittet. Oder alternativ können wir hier mit zwei Geräten reingehen und das Bildsignal auf einen Monitor zum Beispiel ausgeben und zwischen den beiden hier angeschlossenen Geräten dann mit der Select-Taste umschalten. Was wir daran angeschlossen haben, ob das der Eingang ist oder das die Eingänge sind, das erkennt der Switch automatisch. Und ja, da ich euch jetzt im Grunde die gesamte Funktionsweise erklärt habe, brauchen wir auch in die Bedienungsanleitung wahrscheinlich gar nicht mehr reinzuschauen. Hier seht ihr die Features, zum Beispiel die Auflösungen und Bildwiederholraten, die unterstützt werden. 4K bis 120 Hertz und 1080p bis 165 Hertz. Und hier unten seht ihr dann nochmal, ja, das, was ich euch gerade erklärt habe, die bidirektionale Switch-Funktion. Wir können den als Verteiler oder als Umschalter eben benutzen. Und genau das werden wir uns jetzt gleich in der Praxis mal anschauen. Ja, da unten sehen wir das nochmal in bebilderter Form, das ganze Funktionsprinzip, was ich euch erklärt habe. Aber wir können das DisplayPort-Signal tatsächlich nicht gleichzeitig auf zwei Monitoren anzeigen. Das wird uns hier schon im roten Warnbalken direkt erklärt. Das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das an dem Kopierschutz in dem DisplayPort-Standard? Ich dachte eigentlich, DisplayPort wäre ein offener Standard und HDMI hätte das mit diesem ganzen HDCP-Kopierschutzkrempel drin. Trotzdem gibt es HDMI-Splitter an jeder Ecke für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Und die bekommen dann das Bild auch wirklich auf beiden Monitoren gleichzeitig angezeigt. Finde ich sehr schade, dass es keine wirklichen DisplayPort-Splitter gibt, aber ich sollte hier auf jeden Fall in der Lage sein, mit dem Umschalter, wenn ich dann das Spiel gestartet habe, zum Beispiel auf meinem PC, zum Fernsehbildschirm zu wechseln und rüber ins Wohnzimmer zu gehen. Als Stromversorgung dient übrigens dieser kleine Klinkenhohlstecker hier. Der gibt 5 Volt in das Gerät rein, sehe dann so aus und hat auf der anderen Seite ganz einfach ein USB-A-Stecker. Netzteil wird nicht mitgeliefert, weswegen ich vermute, dass wir den auch zum Beispiel an dem USB-Port unseres Fernsehers, unseres PCs oder unseres Monitors anschließen können, wenn diese Geräte einen USB-Port haben. In der kleinen Anleitung hier wird auch bei den Spezifikationen leider nichts zur benötigten Stromstärke gesagt. Muss man einfach versuchen, aber ich denke mal, viel wird da nicht benötigt. Ansonsten hätte das hier explizit dabei gestanden. Ich werde den in meinem Fall an so ein kleines Mehrfach-USB-Netzteil direkt dranstecken. Da sollte auf jeden Fall genug Power rauskommen. Und ja, meine Grafikkarte, die verbinde ich jetzt mit diesem 50 cm langen DisplayPort-Kabel mit dem Eingang hier hinten. Das habe ich mir dazu bestellt. Mein Hauptmonitor im Büro, der kommt dann hier vorne an DisplayPort 1 und mein Fernseher
welcher natürlich keinen DisplayPort-Anschluss hat, naturgemäß. Der kommt an DisplayPort 2 und das wäre dann das weitere Experiment in diesem ganzen Videoprojekt hier. Nämlich hänge ich hier einen DisplayPort auf HDMI-Adapter dran. Daran hängt dann ein 15 Meter HDMI-Kabel. Auch das ist grenzwertig und am Rande der Spezifikation, aber hat bisher zumindest mit Full-HD-Inhalten und mit meinem 10 Euro HDMI-Splitter immer perfekt funktioniert. Und ich kriege jetzt mal unter den Schreibtisch und hoffe, dass es das gleich wieder tut und ihr kommt mit. Los geht's! So, hier seht ihr jetzt mal eben, was ich hier verkabelt habe. Etwas provisorisch, direkt neben meinem PC, das werde ich später noch alles dahinter schaffen. Ich habe jetzt also mit dem blauen HDMI-Kabel hier meine Grafikkarte verbunden. An DisplayPort 1 hängt, könnt ihr schon am gelben Etikett sehen hier, mein Hauptmonitor. Und am anderen DisplayPort 2 hängt dieser DisplayPort auf HDMI-Adapter, an dem dann, könnt ihr auch dort sehen, mein Wohnzimmerfernseher hängt. Und das Schöne ist, ich habe jetzt hier den Ausgang 1 angewählt, DisplayPort 1, die blaue LED leuchtet, wie ihr sehen könnt. Stromversorgung hat der Switch natürlich auch. Und wenn ich jetzt mal hier hochgehe, ohne mir den Kopf zu stoßen, dann können wir sehen, dass wir auf jeden Fall auf meinem Hauptmonitor weiterhin eine Auflösung von 2560x1440 fahren können, also WQHD. Und jetzt würde ich sagen, schalte ich mal hier auf DisplayPort 2 um, mein Fernseher. Drüben habe ich schon eingeschaltet, der hat im Moment noch kein Signal. So, dann habt ihr jetzt auch gehört, das Gerät ist getrennt worden hier oben. Hier müsste es jetzt nämlich dunkel sein, ganz genau. Und wenn ich jetzt euch mal live mit nach hier drüben nehme, dann seht ihr, dass wir hier erfreulicherweise tatsächlich ein Signal auf meinem Fernseher haben. Die Auflösung, die kann ich noch nicht sehen. Dazu muss ich mal eben hier runter scrollen. Was haben wir hier für eine Auflösung? Ja, Full HD. Da mein Fernseher wahrscheinlich kein WQHD mag. Nee, die Auflösung wird uns hier auch nirgendwo angeboten. Also ich werde zum Zocken von Spielen weiterhin auf 1080p auf Full HD bleiben müssen, damit der Fernseher das hier anzeigen kann. In 4K kann ich nicht spielen, da mein Hauptmonitor und aber auch mein PC das von der Leistung her, wie gesagt, gar nicht kann. Deswegen muss ich jetzt hier auf meinem 4K-Fernseher weiterhin in Full HD spielen, was aber auf jeden Fall klappen sollte. Also meine Monitorkonfiguration hat er mir bisher nicht versaut. Die Anordnung der Monitore meine ich damit. Jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich zurück auf meinen PC-Monitor gehe. Komischerweise kam jetzt kein Erkennungsgeräusch von Windows. Gehen wir mal eben hier hoch. Ja, Monitor ist weg. Werden nur noch zwei Monitore leider im Moment erkannt. Machen wir das nochmal rüber auf den Fernseher und nochmal zurück zum PC. Ja, das Signal bekomme ich jetzt anscheinend irgendwie nicht wieder. Also das Witzige ist, wenn ich auf meinen Fernseher umschalte, dann erkennt er wieder drei Monitore und ich habe drüben auch auf jeden Fall ein Bild im Wohnzimmer. Schalte ich zurück auf meinen Hauptmonitor, dann will er den nicht mehr. Er erkennt den auch nicht mehr. Man hört das Signal nicht mehr von Windows. Ja, wenn ich hier hochgehe, seht ihr wahrscheinlich jetzt wieder, genau, ich habe nur noch zwei Monitore, sollte aber eigentlich drei haben. Mein Hauptmonitor ist futsch. So, nach einigen Versuchen hat sich jetzt rausgestellt, um meinen Hauptmonitor hier wieder zu bekommen, muss ich den DisplayPort-Stecker direkt an der Grafikkarte ein- und ausstecken. Warum das so ist, weiß ich wirklich nicht. Das muss mir mal jemand erklären. Es hat also weder geholfen, dem Switch den Strom zu entziehen und den neu zu starten, noch die ganzen anderen Kabel ab und wieder dran zu stecken, sondern wirklich nur das blaue HDMI-Kabel auf Seiten meiner Grafikkarte einmal ab und wieder dran zu stecken. Ich habe die Anschlüsse jetzt da unten nochmal getauscht, den Fernseher auf Anschluss 1, meinen Monitor auf Anschluss 2, das Ganze umgedreht. Funktioniert nach wie vor nicht. Das Umschalten auf den Fernseher funktioniert immer wunderbar. Das Zurückumschalten auf meinen Hauptmonitor hier funktioniert nicht. Der wird nicht mehr erkannt. Es liegt auch nicht am Monitor. Der ist aktiv und sucht auch auf jeden Fall nach einer Eingangsquelle. Also das ist wirklich nicht Sinn der Sache und befriedigt mich jetzt nicht, das muss ich leider sagen. Die einzige Lösung, die ich immer wieder habe, ist, das blaue HDMI-Kabel, also das Quellkabel, auf der Seite der Grafikkarte abzuziehen. Nicht mal am HDMI-Splitter, sondern auf der Seite der Grafikkarte, was mich dazu bringt, dass das Problem irgendwie an der Grafikkarte wahrscheinlich liegen müsste. So, ich melde mich jetzt nochmal hier eben aus dem Schnitt. Nicht wundern, das hört sich ein bisschen anders an, weil ich hier ein anderes Mikrofon verwende. Ja, zwei Tage bzw. Nächte sind vergangen. Ich bastel jetzt gerade das Video für euch zusammen und
Ich bin gefühlt 60 Mal inzwischen unter den Schreibtisch gekrabbelt, um umzustecken, ein- und auszuschalten, wieder hochzugucken und jedes Mal mit dem ernüchternden Ergebnis, dass ihr ja schon gesehen habt, dass mein ViewSonic-Monitor nach dem Umschalten zumindest nicht wieder zurückkommt. Auch durch das Ziehen des DisplayPort-Steckers an der Grafikkarte kann ich das Problem nicht immer beheben, nur manchmal. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, alles sehr verwirrend. Es hilft dann nicht mal ein Neustart des Rechners, was mich dann wiederum dazu bewegt, anzunehmen, dass es doch nicht am Rechner bzw. der Grafikkarte liegt. Ja, alles sehr mysteriös und wirklich, wirklich schade. Ich habe schon gehofft, wieder mit einem einfachen Knopfdruck zumindest wie früher ins Wohnzimmer rüberschalten zu können. Wobei das ja eigentlich funktioniert, genau genommen, sogar mit dem HDMI-Adapter da dran. Ich habe auch noch versucht, die Auflösung meines Hauptmonitors auf 1080p Full HD zu drosseln. Auch damit das gleiche Verhalten. Ich bekomme kein Signal mehr beim Wieder-Zurückschalten. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich alles wieder mit meinen alten HDMI-Kabeln anschließen, die immer noch einsatzbereit hier unter den Schreibtischen und über den Türrahmen verkabelt sind und nur eingesteckt werden müssten. Was mich davon abgehalten hat, ist, dass ich bei manchen Situationen hier auf meinem neuen Monitor, zum Beispiel beim Schauen von Netflix oder anderen Streamingdiensten war das, im Vollbild dann leider Bildaussetzer, so blaue Streifen und andere Probleme hatte. Vielleicht kamen die auch vom HDMI-Splitter, den ich wie gesagt dazwischen hatte, oder das hatte was mit diesem Kopierschutz zu tun, der da ja auch bei den Streamingdiensten ins Spiel kommt, das weiß ich jetzt nicht. Das ganze Thema ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich. Kabel, Umschalter, Splitter, Switches, Kabellängen, sowohl bei DisplayPort als bei HDMI auch natürlich. Und ja, ich werde weiter dran forschen an dieser Wissenschaft, indem ich mir den nächsten DisplayPort-Splitter bzw. so einen bidirektionalen Switch hole. Da gibt es einige auf den bekannten Marktplätzen zur Auswahl. Der hier wird wahrscheinlich tatsächlich zurückgehen und ja, ich hoffe, das Video enthielt für euch trotzdem irgendeine brauchbare Info. Mich hat das Teil jetzt leider überhaupt nicht zufriedengestellt. Ich will dem Teil jetzt nicht unbedingt die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das kann viele Gründe haben in so einer Konfiguration. Naja, wie gesagt, die Suche geht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Dann wäre ich euch super dankbar, wenn ihr die in den Kommentaren vielleicht da lasst. Ich werde euch auf jeden Fall an den Entwicklungen hier weiterhin in Videoform teilhaben lassen. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit, eine schöne Nacht. Die ist nämlich gerade hier. Oder auch einen schönen Tag, wenn der bei euch ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und alles Gute für euch. Ciao, ciao.